Hallo, meine Colourful Diamonds, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, diesmal mit Nagellacke. Also, noch sieht er gut aus, aber egal. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich wieder was zum Auspacken. Diesmal was mit Diamond Painting, wie ihr schon Überschrift dann gelesen habt. Ist ein Mystery Diamond Painting und nur mit AB-Steinen. Ich bin gespannt, wie es wird und was es wird. Ja. Das seht ihr dann nach meinem Intro. Also bis gleich. So, ich habe es gesagt schon aufgemacht, weil ich schon neugierig war. Aber ich habe es nicht ganz rausgezogen, weil ich dann Angst hatte, mich da reinzukriegen. Ja, das sind erstmal die AB-Steine. Also es ist so eine Luftpolsterpackung, also es kam eigentlich gut an. Es kam letzte Woche schon an, aber ich hatte Besuch, da hatte ich noch keine Zeit, das auszupacken. Aber es sieht noch gut aus. Also ist auch noch auf einer Schaumstoffrolle aufgerollt. Mal gucken. So, das war's für alle hier. Hier haben wir noch das zweite Päckchen AB-Steine. Und, ups, zweimal Toolkit. So, das ist leer. Ja, hier haben wir zweimal Toolkit, weil es ja zwei Bilder sind. Wir haben zwei Bilder bestellt. Ja, hier ist es schon kaputt gegangen. Die Tüte. Ja, das ist zweimal dasselbe. Einmal ein, das ist ein Wasserstäbchen. Ich guck mal rein. Und ja, es ist ein Mosfa-Schiffchen. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ganz schwach, ne? Also ein Mosfa-Schiffchen. Dann ist eine Pinzette dabei. So eine billige halt, aber. So, dann haben wir ein paar Zipperbeutel. Dann ein Fingerschutz für so ein Squishy. Schön blau. Und ein Stift mit einem Dreifachaufsatz. Also einmal normale Spitze und einmal Dreier. Jetzt auch genau. Ja, das haben wir zweimal. Ach so, Wachs. Wachs. Ach, hier ist Wachs. Ja, so ein großes Stückchen Wachs. Das ist bei dem anderen auch. Ne? Das ist kein Unterschied. So. Ja, das sind die AB-Steine. Das sieht echt cool aus. Also wirklich ein Mystery Diamond Painting nur mit AB-Steinen. Das sieht echt cool. Und das Gute ist, wie ihr es schon sehen könnt, das ist ein Zipperbeutel. Also kann man gleich daraus painten. Das ist echt cool. Sehr schön aus, ja? Ein bisschen bunt, ein bisschen dunkel. Ist ja cool, dass ja nichts abgebildet ist, dass dann, ja, genau, also 40x50 habe ich ein Bild. Einmal Karton, also nicht nur Ton, aber Karton. Kann ich erstmal das eins auspacken, oder nicht das hier. Ja, und einmal Animal, also einmal ein Tier. So, auch sehr bunt. Mal gucken. Sehr schön. Ich packe erstmal das eine kurz aus. Ja, ich habe die Seite durch eine andere YouTuber mitbekommen. Ich dachte, oh, das muss ich unbedingt ausprobieren. Und ja, hier ist eine Papierlegende dabei. Es sind 29 Farben bei diesem Cartoon-Bild. Also hier ist nichts abgedruckt, nur halt Größe. Und dass es AB Square, also mit eckigen Steinen ist. Ja, cool. Ja, Symbole. Ja, also es sind überwiegend nur Symbole, ab und zu mal Buchstaben, aber ja. Die könnte man eventuell dann noch selber auf die Ketten machen und dann auf die Tütchen kleben. Aber ja, man könnte es auch ausschneiden und ich habe mein Sticker-Maker, weil ich mache das so auch, dass ich das dann auf die Silberbeutel klebe. Mal gucken. Ja, gucken wir die Steine mal kurz an. Ja, also hier überall ist jetzt eine 1 drauf. Hier steht, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Sophie Duty, irgendwas. Ja. Also überall, ist schon was drauf gedruckt ist, oder? Nee, das ist ein Aufkleber drauf, genau. Ja, aber die Steine, ne? Also, ja, ich will, ob die ein bisschen kleben. Mal gucken, ob die dann statisch aufgeladen sind oder nicht, aber ja,
Aber sonst sehen sie gut aus, ne? Also es sind Acrylsteine, ich sehe bei manchen kleinen Löchlein, aber sonst schauen sie gut aus. Ja. Oh, so schöne Farbe. Ja, es kleben, glaube ich, ein bisschen fest. Seit die waren ja lange in dem Ding drin. Muss ich dann gucken, ob die statisch aufgeladen sind oder nicht. Aber echt schöne Farbe. Oh, aber die Steine sehen echt gut aus, also vom ersten Blick. Ja, kann man es nicht meckern. Hier haben wir dann schwarz. Die 310 ist das. Ja. Anderen Farben. Boah, cool. Ist ja schon cool, dass also denken wir schon, dass da noch Steine übrig bleiben. Da hat man dann echt mal schöne Farben mit AB. Echt cool. Weil ich ja meist auch die eckigen Steine aufhebe. Gut, wenn ich AB-Farben mit dem 10 habe, die hebe ich natürlich dann auch auf. Wenn ich runde Steine habe, würde ich sagen. Genau. Ja, schön. Oh, so schönes Blau. Ja, sehr bunt. Gut. Das lassen wir erstmal hier drin, ne? Hier rein. Ja. So, das war jetzt bei dem Cartoon-Bild. Ich guck mal jetzt noch bei dem anderen. Huch, ja, war Schnipsgummi drin, aber das tun wir von selber. Kann das so mal zeigen, ne? Also, die Steine sehen echt cool aus. Sehr viele Farben. Sehr viel Weiß. Das ist dann bei dem Animal-Bild. Ja, auch hier ist wieder ein bisschen anders. Hier haben sie andere Sticker draufgeklebt. Ich glaube, das ist ein bisschen Bullet schon sind. Nee. Ach nee, das muss ja wahrscheinlich eine 1 sein. 2, 3, 4. Ja, mal gucken. Ja, ein bisschen fest gepresst, also ich kann die gerade nicht so richtig rein durchschütteln. Ja, muss ich da gucken, ansonsten habe ich ja meine Steinchenmühle, wie man schon sagt. Ja, überall stehen halt die Nummern dann drauf. Also man kann dann wirklich aus den, wenn man möchte, aus den Tüten painten. Werde ich noch machen, weil ich habe keine Dosen, also gut, Dosen habe ich übrig, aber jetzt keine Koffer mehr. Und ja. Ja, ist cool. Ja, mal gucken, wie viel Farben das hat, das Animal-Bild. Okay, so. Oh, 44 Farben. Alles klar. Ja, es wird so quietscht, aber ja. Ja, okay, viele Farben hat das Bild. Ja, auch viele Symbole wieder, was mich ein bisschen abstößt, aber naja, gut, sind halt viele Farben. Ja. Sehr notfalls kann man sich das dann selber mal draufschreiben oder man schneidet es halt aus und klebt es schnell drauf. Ich glaube, das würde ich bei den Symbolen dann wirklich mal machen. Weil, ja. Ach Gott. Aber weil es so viele Farben sind und bei den anderen nicht ganz so viele, werde ich, denke mal, das Cartoon-Bild dann mit euch machen. Da habe ich noch nicht so viel zum Sortieren, sozusagen. So. Gut, mal gucken. Ah, hier ist zugeklebt. Ob ich das abkriege. Ja, WGT ist halt vorbei. Heute haben wir ja den Dienstag, den 7. Juni. Genau. Ja, heute Morgen noch entspannen, weil ich habe gerade meine Chefin angerufen. Weil ich mach halt, macht, denke ich mal, jeder. Im Falle, dass sich die Dienstbahn geändert hat. Und hat sich dadurch geändert. Also Donnerstag jetzt nicht, da habe ich den Tag früh, wie ich das in Erinnerung hatte. Ja, dann habe ich mal früh und dann habe ich, ja, Doppeldienst. Ja, es fängt schon mal wieder gut an. Aber wie ich es sehe und ja, man erkennt schon, was es wird. Oh nein. Oh Mann. Ja, seht ihr das? Die Umrandung. Man sieht schon, was es wird. Das ist natürlich doof. Also, das ist nicht ganz Mystery Dime Painting. Es wird auch wie so eine Frauenfigur. Und hier unten ist auch ein bisschen eine Krake. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Mache ich mal wieder weg. Ja. Man sieht schon, was es wird. Auch wie so ein Frauenkörper.
Oder ist das eine Meerjungfrau? Ach nee, ich glaube, es ist eine Meerjungfrau. Hier sehe ich auch wie so eine Flosse irgendwie. Ja, und hier ist auch wie eine Krake. Okay. Ja. Mal gucken, wo ich meinen Stab habe. Ja. Also ist schon mal gut, dass keine doppelseitige Klebefolie ist. Kann das dann besser dann wegsortieren. Also die Leim finde ich cool, die finde ich jetzt nicht zu hart. Ja. Ja. Kurz wieder abziehen. Man könnte es dann halt nochmal in eine andere Richtung aufrollen, damit es dann besser glatt liegt. Aber da ich die Folie jetzt gerade abziehe, geht es, glaube ich. Nee, ist wirklich eine gute Idee von Janine, diese Dinger zu benutzen. Eigentlich ist es dafür noch da, dass man die Steine gerade drücken kann, aber ich finde das halt nicht ganz so gut. Habe ich anfangs benutzt, bis ich dann am Stift halt so einen Schieber hatte. Die sind halt besser. So. Ja, die hebe ich ja trotzdem noch auf, die Schaumstoffrolle. Ja, also klar, man sieht halt noch nicht, wie es dann mit den Farben aussieht, aber man sieht halt schon, was es wird. Das ist halt nicht so schön. Ja, bis hat jetzt so eine Krake. Hier ist, glaube ich, irgendein Fisch. Schrisch gucke. Ja. Aber der Druck ist super, finde ich. Also warte mal, ich muss erstmal wieder hier dran machen. Hier steht auch mal die Firma nochmal drauf. Sophie. Ach, Beauty, nicht Dorty. Ja, auf dem einen Tütchen, wo das ein Kleber drauf war, habe ich das nicht so richtig lesen können. Ja, Sophie Beauty Diamond Painting. Ja. Habe ich ganz früh noch nicht ganz abgezogen, aber egal, es macht jetzt nichts. Ja, hier sage ich mit dem Druck. Das blendet irgendwie ein bisschen. So. Warte mal, ich nehme mal runter, ich sehe es dann besser. Ja, es blendet wird ein bisschen. Das würde irgendwie nicht richtig funktionieren, ich weiß auch nicht. Ach, mein, ich mache mal ein bisschen Licht dann auch mehr. Wir haben es ja früher morgen, so gegen um 10 haben wir es jetzt gleich, also 3 vor 10, aber irgendwie wird das Licht heute nicht so. Ja, ich finde, der Druck sieht eigentlich gut aus. Also ich sehe es besser als ihr, glaube ich. Kann man es, glaube ich, jetzt nicht meckern. Ach, es können sogar kleine Seepferdchen. Also nicht, ob ihr das erkennt, aber es sind irgendwie kleine Seepferdchen. Süß. Ja, ich messe das nochmal aus. Wo ich mein 14 mit 15 soll es eigentlich sein. Achso, ich kann mal die Klebkraft noch testen. Moment. Ja, ich hänge fest. Ja, also Klebkraft ist gut. Supi. Wie ihr das sehen könnt. Ja, ist nicht ganz 40, aber 39 mal 39,7 ungefähr. Also fast 40. Und hier. Ich muss jetzt hier auf dem Tisch rummachen. Husch, ab. Husch, runter. Ja, der Tisch ist nicht groß genug. Ich habe gerade nicht meinen Klapptisch, den ich da, ja, wo er sich halb drauflegen kann. Ja. Und. Ja. 49,5 ungefähr. Wie ihr sehen könnt. Der Tisch ist zu klein. Ja, nee, 5 Millimeter, also 0,5 Zentimeter kleiner. Ja, also es geht. Sonst haben wir meistens mehr Verluste, aber es sind circa maximal 0,5 Zentimeter kleiner. Ist in Ordnung. Ja, das ist das Bild erstmal.
Ich nehme mal kurz die Seite. So, kommen wir zum nächsten. Mal sehen, ob man da das auch schon sieht. Ja, das ist halt nicht so schön, wenn man da schon ein bisschen sieht, was es wird. Weil es dann nicht mal ganz so Mystery Dime Painting ist. Ja, bei TikTok oder das Bild, was ich ja letztens beim Update gezeigt habe. Das sieht man ja leider auch schon, was es wird. Klar, man sieht dann halt noch nicht, was es am Ende wird. Wenn man die ganzen Farben erstmal drauf hat, das wirkt dann halt dann anders, aber ja. Eigentlich ist ja Mr. Dime Painting, dass man halt erst beim Painten dann nach und nach sieht, was es wird. Aber naja, ich kann nicht alles haben. So. Mal gucken, was das wird. Achtung. Ein bisschen erkennt man schon. Ach, ich glaube, verquer ist das, glaube ich. Was eine Schildkröte sein soll? Wasserschildkröte? Keine Ahnung. Jetzt ist irgendwas Fischiges, glaube ich. Oder was ist jetzt? Ah, nee, warte mal, das ist ein Hase sein? Ah, nee, es wird ein Hase. Das sah es gerade aus wie von der Flosse. Also, das ist hier wie so eine Schwimmflosse geworden. Hier der Kopf. Nee, das ist, wird, glaube ich, ein Hase. Ich mache erstmal kurz die Folie ein bisschen glatt. So, erstmal kurz weg. Ja, ich habe da halt auch nochmal so was Ähnliches noch bestellt. Mal sehen, wann das ankommt. Aber diesmal nur mit Strasssteinen. Also eckige Strasssteine, das Mystery Dime Painting. Bin ich auch mal gespannt, wie das dann wird. Was ich noch bestellt habe, das kann ich mal spoilern. Ich habe für euch für das Gewinnspiel, also die Bilder muss ich auch noch mal gucken, was ich mache, weil es fehlt echt nicht mehr viel. Ich glaube, das wird wirklich dieses Jahr noch stattfinden mit dem Gewinnspiel, weil es finden nur noch 10 Abos, dann haben wir die 300 voll. Also vielen Dank schon mal. Ja, ich habe nämlich so ein Stift mit, also ein Set mit Stift, Schiffchen und sowas bestellt. Also wenn es dann ankommt, zeige ich das dann euch. Ich habe da Stifte dargestellt, ach komm, machen wir mal andere Stifte. Und ja, das werdet ihr dann auch mal sehen, wenn es ankommt. Ja, das wird ein Hase. Was da hinkommt, weiß ich auch, welche Blätter. Könnt ihr euch mal zeigen, nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, hier seht ihr das halt, ne. Das, also ich habe es erst mal quer gehabt. Ich kann euch mal zeigen. Das sah das kurz aus, also von vorne, dass das hier so eine Flosse ist, dass der Kopf von Schildkröte und hier irgendwas, aber nee. Ist für hochkant und es wird ein Hase. Naja, mal gucken. Ja, Hintergrund haben wir, hatten wir wahrscheinlich irgendwelche Blätter. Alles erkennt man jetzt auch noch nicht. Und Katze. Hallo. Hä? Husch. Nee, komm, nicht hier auf mein Bild. Ab, runter. Ja, geh auf deine Kisten. Ja, weil ich habe ja meinen Turm hier mit meinen Reststeinen. Ja, da liegt er gerne mal drauf. Ja. Ja, was hat, das kann ich auch nochmal ausmessen, aber das müsste eigentlich dann über dieselbe Größe sein. Und zwar genau selber. Ja, ca. 3 bis 5 mm. Also maximal 0,5 cm kleiner. Ja. Gut, meine Lieben, diesen Druck habt ihr bei den anderen auch schon gesehen, das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Ja. Ja. Ja, die Folie blendet ein bisschen, aber sonst ist der Druck super. Ja, wie gesagt, das Bild hat ja ganz viele Farben. Und ja,
Muss mal gucken, damit, weil ich streue auch damit ein, ich weiß es noch nicht. Das ist Animal. Hier steht, warte mal, ich guck mal kurz drauf, ob hier was draufsteht. Ach ja, Animal C, gut. Ja, hier steht Animal C und das steht hier auch auf der Leinwand. Warte, das steht da noch mal drauf. Da, wenn ihr das sehen könnt. Animal C. Ne? Also kann man das dann separat lagern. Ich tue es jetzt auch hier mit in das Bild ein bisschen mit einrollen. Wie gesagt, das ist ja Flüssigkleber, da geht das schon. Wenn es jetzt hier mit so einer Klebefolie gewesen wäre, hätte ich das jetzt nicht so eingerollt. Dann hätte ich eine Blase reingemacht. Ja, ich sag, das wird ja ein Frauenbild. Gut, ich werde jetzt meine Steine kurz ein bisschen sortieren, beziehungsweise die Silberbeutel bekleben, damit ich dann besser painten kann, weil ich paint lieber nach dem Boden statt nach. Ja, gut, hätte ich sowieso machen müssen, weil. Hier auf der Leinwand kann ich euch mal zeigen. Das sind halt nur die Symbole und die DMC-Nummer. Also DMC-Nummer sind auch dabei, wohlgemerkt. Kann man also schön zurücksortieren. Hier steht ja keine Nummer da, 1 bis, ja. Ne? Und auf der Tüte stehen ja nur die Nummern da, also die Farbanzahl-Nummern. Also muss man es definitiv dann halt noch, Entschuldigung, bekleben. Ja, das werde ich jetzt ohne euch machen und wir sehen uns dann nach der Painting Pro wieder. Also bis gleich. Also, ich kann aber Licht gucken. Ja, also wie ihr sehen könnt, ist eigentlich gar keine Lücke dabei. Ich will euch mal zeigen. Mal Licht aus. Ja, keine einzige Lücke. Also, die sitzen echt Bombe. Ich muss halt noch einfügen. Also, ploppen tun sie auch nicht. Also, Druck und Steine sind super. Bin sehr begeistert. Und es funkelt so schön. Also wie ihr sehen könnt, das habe ich hier noch eingefügt, also noch weiter gepainted hier, die etwas dunkleren Stellen. Aber es sind so richtige Pastellfarben, so ein bisschen Regenbogen. Oh, schön. Ja, sehr schön. Hier muss ich die Pulver darunter. Ich werde dann gleich noch ein bisschen weiter painten ohne euch. Und das, sag mal, Endergebnis von diesem Stück zumindest, werdet ihr dann in meinem Monatsupdate sehen.
Sehen, Mensch. Ach, der Mist hier. Ja, und übrigens wegen den Steinen, ne? Ich habe ja gesagt, es fühlt sich an, als werden die bitte statisch aufgeladen. Sind sie aber dann doch nicht. Also sie kleben haben keiner. So gesagt, sobald ich Tütsch aufgemacht habe, so gemacht habe, so, dann konnte man die normal wieder bewegen hier. Ne? Aber ich überlege, ob ich mir über diese Symbole, die ich draufgeklebt habe, weil ich habe es, wie gesagt, hier ja abgeschnitten und dann mit meinem Sticker Maker dann die Symbole hier auf die Tütchen geklebt. Lässt sich besser machen. Ja, wie gesagt, statisch aufgeladen sind sie nicht. Weil einmal aufmachen, so machen und dann habt ihr normale Tütchen, ohne dass sie halt so zusammengepappt sind. Die sind halt frisch gequetscht, sage ich mal. Ja, aber sonst finde ich super. Also sehr gute Qualität. So, die Steine sind ja eigentlich alle Acrylsteine, aber da ist auch eine Mischung zwischen Acryl und Harzstein. Ich weiß es nicht. Also nicht bei allen findet man hier einen Punkt. Oder sind sehr gute Acrylsteine, kann man auch sagen. Weil ein Bild hat so um die 25 Euro gekostet dort. Man konnte halt verschiedene, also das ist halt nur eckige Steine, man kann da nicht mit Rundsteinen schauen. Da gab es wirklich, also da konnte man nichts aus, ob eckig oder rund. Ich wusste aber da, von der Zuschauerin, ich wusste, glaube Diamond Art Club, glaube ich. Na, auch eine Zuschauerin, die das auch schon mal angeboxt hat vor einer ganzen Weile. Ich habe es ja erst danach, vor 1 bis 3 Monaten bestellt, nachdem man das mal gesehen hatte bei ihr. Und da wollte ich es auch unbedingt bestellen, weil es ist Mystery Dying Painting und dann nur AB-Steine. Das ist der Hammer. Wo kriegt man schon sowas? Also ich wüsste nicht, wo ich das sonst herkriegen würde. Gut, außer ab und zu bei Teenie Schnickschnack, da gibt es ja auch immer mal Bilder, aber das sind mal, war bis jetzt noch ein ganzes, also kleines Bild mit AB-Stein, mit roten Stein und jetzt halt eins mit Strassstein. Das war jetzt auch schon ein neues Bild. Da sind wir auch so Molch. Das sah schon süß aus. Also, nein, es gibt kein neues Bild. Muss ich wirklich einsam sein, weil nächste 3 Wochen gehe ich ja wieder in Urlaub und da brauche ich schon ein bisschen Geld. Dann kann ich jetzt nicht wieder auch was kaufen. Da muss ich einsam bleiben, ne? Sonst habe ich kein Urlaubsgeld. Das wäre doof. Ne? Da muss man schon mal zurückhalten. Ja, wie gesagt, da gibt es halt noch so ein Bild mit auch noch mit AB-Stein, aber ich glaube, ein bisschen größer als das Glitzermäuschen. Ja, ich habe ein Glitzerbild, das reicht auch erstmal. Ich habe so viele Bilder, ich muss so viele Bilder. Ja, ihr kennt es, ne? Es gibt halt so viele schöne Bilder, man möchte sie am liebsten alle haben. Aber irgendwann hat man halt keinen Platz mehr dafür, wie ich zum Beispiel. Ich habe jetzt eigentlich wirklich keinen Platz mehr für irgendwelche Bilder. Deswegen bin ich froh, dass dies ja dann noch, klar, 4 wird er nicht weggehen, sondern 3 Bilder sein. Weil ich auch pro Gewinn 2, ich weiß es jetzt noch nicht genau. Das überlege ich mir noch. Da gehen wenigstens 3 bis 6 Bilder weg. Oder habe ich mindestens immer noch 50, 60 Bilder übrig. Wenn nicht gar noch mehr. Also müsste mal wieder alle zählen, wie viele ich habe. Aber naja. Ihr kennt es, ne? Aber sagt auch, man reicht es auch mal. Ja, da wird auch kein Platz mehr. Und ist dann doof, wenn ich irgendwie schlecht lag. Und dann sind die Bilder dann doof, wenn man es auch abhängt. Ist ja doch doof. Man kann auch nicht alles hinhängen, ne? Klar, man kann da, könnte austauschen. Aber gesagt, das mache ich jetzt auch gerade nur aus Spaß, dieses Mr. Dime Painting. Aber aufhängen wird es mir, glaube ich, nicht. Aber man kann es ja verschenken oder verkaufen oder so. Es gibt nur welche, die das dann kaufen würden, wenn das fertig ist. Die dann halt die Bilder was schön finden, aber es sich selber nicht zutrauen, weil sie es nicht können oder nicht sehen, was auch immer. Ja, jeder hat ein anderes Hobby, ne? Ich werde da schon damit auch was machen. Aber ich denke mal, so ein AB-Stein-Bild, ich glaube, das wird es auch gut weggehen. Klar, es ist ein Bild, das unter 500 Euro kostet, aber wenn es fertig ist, könnte man bei 5 bis 10 Euro vielleicht noch mehr verlangen. Mal gucken. Aber es wird schon, wie ich das dann mache, wenn ich endlich mal, welche paar Bilder habe ich ja fertig, die werde ich dann, denke ich, auch irgendwann verkaufen. Oder es gibt mal jemanden in dem Freundeskreis oder Familienkreis, den das ein oder andere Bild gefällt, dann verschenke ich es halt, ne? Aber ja, im größten Teil mache ich es halt meine Wohnbilder zur Verschönerung. Weil wir hatten ein Bild 30x40 und dann habe ich noch 2 Bilder, die sind jetzt 1,50 Meter oder so oder ein bisschen weniger. Die muss ja auch irgendwann dieses Jahr noch, also gut, dieses Jahr vielleicht nicht, vielleicht nächstes Jahr, die können ja auch noch an der Wand. Aber ansonsten mache ich dann die Bilder nur aus Hobby und aus Spaß. No. Ja, könnt mir gerne mal Kommentare schreiben.
ihr das Bild findet und die Steine und ja. Ja, das einzige Mangel fand ich halt, dass man halt schon sieht, was es wird. Das fand ich jetzt nicht so toll. Na gut, spätestens bei dem Stück hätte man dann vielleicht sehen, was es ein bisschen wird. Also hier haben wir schon einen kleinen Delfin, wie ihr das schon sehen könnt. Ja. Ja, hat eine komische Flosse, aber das kommt vielleicht noch. Ja, aber ist schön. Gefällt mir sehr gut. Ja, gut, meine Lieben. Als nächstes mache ich dann erstmal den Disney Soul weiter. Weil mit euch das erste Bild ansticken. Die Kästen habe ich nicht so weit fertig gestickt. Bis auf diese Ornamente, also dieses Dach von diesen Kästchen, habe ich jetzt nicht bei allen gestickt, nur halt bei drei Extras und bei der 1 und bei der 2 habe ich das schon mal gestickt, damit ich euch dann die Bilder sticken kann. Und ja, danach fange ich dann nach und nach dann die Stickbilder an, die ihr euch gewünscht habt, die ich mir euch weiter sticke. Ja, Dying Pain hat sich bis jetzt immer noch keiner gemeldet. Also ich habe immer mal geguckt, ob die Kommentare aus sind, aber nein. Ja, vielleicht interessieren sich halt gerade mehr für Stickbilder, keine Ahnung. Ja, aber gut, momentan sticke ich ja meistens mehr als ich painte, aber das Painten, wie gesagt, seht ihr, ich tue trotzdem Painten. Das macht mir ja trotzdem Spaß. Ja, das ist erstmal so mein Plan. Ach ja, und im nächsten Stickvideo, wenn bis dahin sich alle gemeldet haben von meiner Familie und Freunde, die halt bei meinem WFGotik-Treffen mit dabei waren, fehlen dann noch von ein, zwei Personen, dass ich dann die Erlaubnis habe, das zu zeigen, weil ohne mache ich das halt nicht. Ne? Das ist ja auch das Wichtigste. Ich möchte da keinen verärgern. Ne? Dann wird es das dann im nächsten Video dann sein im Disney Soul, genau. Am Anfang werde ich dann so eine kleine Dia-Show mit einfügen, damit ihr seht, wie ich mal aussah. Ja, jeden Tag anders, immer eine andere Perücke, anderes Kleid, andere Röcke und ja, genau, das ist halt meins. Also, mach so gerne Gotik-Cosplay sozusagen. Ja, und ach, das Ärgerliche war auch, wenn ich das erstmal sagen. Ich habe hier so eine schöne Kette, die ich habe zumindest weggeräumt. Ich habe ganzen Schmuck noch hier rumliegen. Ja, das ist eine meiner Lieblingsketten. Also, ja, das ist so Stoffhalskette, ne? Die hab ich auch getragen. Und was macht natürlich mein Kater? Schmeißt das von der anderen Wand und da war der Frauenkopf da weg. Ja, ist gerade irgendwie ein bisschen schief da drauf geklebt, aber naja, fällt nicht weiter auf. Ja, eine Kome, wenn ihr wisst, was das ist. Ja, aber das ist ja gerade der Kleber hier ein bisschen. Na, ist egal. Man sieht es nicht. Ja, wie gesagt, der Kopf auf aber es ist so dort dem das Vieh, ey. Also, so, das ist gerade so sage, manchmal könnte schon, oh, wie es manchmal ist, ne? Wie kleine Kinder. Aber. Echt wollte es halt nicht machen, ne? Klar, schimpfen schon, aber Gewalt mache ich nicht. Trotzdem habe ich geschimpft. Aber ich habe es dann geklebt und dann hat es Glück gehalten, weil ich genau am nächsten Tag diese Kette tragen wollte. Und ich dachte so, nein. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Er ist irgendwie von der Schrankwand gehüpft und auch mir die Kette mitgenommen, die da unten irgendwo lag. Keine Ahnung. Ja, gut, in diesem Sinne sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Schön, wenn ihr einschaltet und ja, satt. Bis zu 300 Abos ist nicht mehr weit. Ja, es kann aber sein, dass also wenn dann 300 Abos erreicht sind, je nachdem wann, sind dann nur noch um die 10, kann sich trotzdem noch ein, zwei Monate verschieben, je nachdem, weil ich brauche mindestens 30 Euro, je nachdem, wo ich das hinschicke. Wer dann gewinnt, brauche ich auch Geld, um euch dann die Gewinne zuzusenden. Ne? Muss ja halt immer gucken, ob wie mein Lohn das dann zulässt. Aber es wird dann trotzdem dieses Jahr dann stattfinden, denke ich mal. Ne? Dass ihr schon mal Bescheid wisst, nicht, dass ihr, oh, hier 300 Abo, man kommt mal das Gewinnspiel und ja, genau. Das, nicht, dass ihr dann ungeduldig werdet. Ne? Ich werde wahrscheinlich dann auch, wenn es soweit ist, euch wenigstens schon mal 4 bis 6 Wochen Zeit lassen, daran teilzunehmen, weil ich möchte, wie gesagt, möchte ja Karten von euch haben. Ihr dann teilnehmt und was ihr dann alles beachten müsst, weil ich bräuchte vielleicht auch die Adresse, euren Namen, YouTube-Namen. Also, wenn ich dann live gehe, wenn es dann auch so alles klappt wieder, werde ich auch wieder live gehen, wenn dann die Auslosung ist, damit ich auch weiß, dann ob alles alle da sind, die teilgenommen haben. Österreich werde ich wahrscheinlich auch wieder machen, dass die mitmachen dürfen. Auch wenn es da ein bisschen teurer ist, aber das plane ich halt mit ein. Ja, das finde ich halt, also, ja, mal gucken. Je nachdem, wie viele Österreicher oder anderen Länder mitmachen. Wie gesagt, ab 18 müssen sie alle sein. Ja. Jo. Sonst. Wie gesagt, wenn die Stifte dann da sind, werde ich die nächsten die schon mal zeigen.
die ich mit verlosen möchte. Also pro Bild oder wenigstens, also ein Bild kriegt sie auf jeden Fall. Ja, Blutnutzer. Ein Bild wird er sowieso verlost, also drei Bilder, weil 300, also drei Gewinner wird es geben. Und pro Gewinn gibt es halt noch ein Stiftset. Also sein Stift, Schiffchen, da gibst du eine Klebematte hier, dass das Schiffchen nicht wegrutscht. Ja, irgendwie so ein Set ist das. In drei verschiedenen Farben. Und ja, wenn es mal soweit ist, das kommt aber erst Ende Juni voraussichtlich an, wahrscheinlich auch schon eher, weil das kam auch schon eher an. Das hat er eigentlich erst heute, bis heute ist das 7., 6., genau. Das kam letzte Woche Freitag, nee, Donnerstag. Donnerstag kam es an, genau. Das kam Donnerstag an. Ich habe in der Auswahl schreiben, dass alles in Ordnung war. Ich habe noch nichts zurückgeschrieben, sei geantwortet. Also angekreuzt kann man bei AliExpress, kann man es ja dann ankreuzen oder angeben, dass man es dann wirklich erhalten hat, ob alles okay war. Und ja, das wollte ich halt erst machen, wenn ich das angeboxt habe. Ja, genau. Gut, das war's. Das ist immer noch länger. Ja, also, hab euch lieb und bis zum nächsten Mal. Tschüss.